Hallo und herzlich willkommen hier PQ1988 zu einem weiteren Userwunsch-Stream mit Barton Kautos. Barton Kaitos, ja. Mit Folge Nummer 12. Und ja. Und den Dummbatzen. Oh. Vielen Dank für die 5 Bits Hearts and Fights. Vielen, vielen Dank. Sehr nett. Or in English, welcome to the stream and thank you very much for the 5 bits. Was soll ich sagen? Ja, unsere Dummbatzentruppe ist weiter unterwegs. Noch irgendein Endmagnus zu holen. Oh, ach, jetzt habe ich das wieder vergessen. Jedes Mal aufs Neue. Es ist so schön. Oh yeah, English, very nice. So, many thanks for the 5 bits. So, jetzt aber. Okay. Jetzt kriegen wir es auch mal hin, vielleicht. So, Mintaka. 25.3. Muss schon stimmen. Ja, genau. Wir waren ja hier im Imperium. Und ich habe ja eigentlich, glaube ich, mit den Leuten schon geredet, die hier sind. Zumindest mit den meisten. Ich glaube, ich bin ja dann noch weitergegangen. Da kam ja dann dieses Kind. Und ab da waren wir dann, glaube ich, nicht mehr weitergegangen. Genau, ich weiß gar nicht, waren wir schon hier drin? Ach, da ist der Kartenkäfer gewesen. Da waren wir schon. Dann gehen wir da wieder raus. Gehen wir mal da lang. Glaube ich. Okay. Hallo. Du kannst es gleich haben. Ich will nur noch ein bisschen fahren. Nur noch ein bisschen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. So, nein. Oh, du fährst es schon die ganze Zeit. Jetzt bin ich dran. Ach so. Okay. Ja, gar nicht mit mir geredet. Oh, hier was? Nein. Was haben wir denn hier? Perhaps outsiders like yourself don't know that there was once a genius of about to live. Da ihr Fremde seid, wisst ihr vielleicht nicht, dass hier einst ein genialer Doktor lebte. That doctor designed the very first Imperial Windmill and Battleship Goldova to boot. Dieser Doktor entwarf die erste künstliche Schwinge des Imperium. Oh, eine Geschichtsstunde. Yay. So, how are you doing, Hearts and Fights? I hope you enjoy my stream, even if it's in German. Und noch dazu das berühmte Schlachtschiff Goldova. But, as you may know, there's a fine line between pure genius. Aber wie ihr vielleicht wisst, ist der Grat zwischen überragendem Genie und völligem Wahnsinn sehr schmal. Er war von I'm pretty good, just looking around. Okay. And where are you from, if I may ask?
Er war von gefährlichen Forschungen besessen. Nacht für Nacht ging er heimlich seinen Forschungen nach. In einer dieser Nächte ging sein Labor bei einer Explosion in Flammen auf und der arme Doktor kam dabei um. Das war vor mehr als 10 Jahren. The state. Oh, that's very nice. From which state? His obsession was said to be some dreadful and forbidden type of research. Es heißt, seine Besessenheit hatte ihn zu schrecklichen und verbotenen Forschungen verleitet. California, oh. So, I think it's very nice weather there in California. Noch heute ist dieser Doktor ein Thema, über das nicht gesprochen wird. Ja, Lüchen Lunak. Yeah, it's very nice outside today. I guess so. Is there any bad weather in California? Okay, er hat uns jetzt über einen Doktor was erzählt, das ist schön. Graupelnebel. Okay. Hey Mango! Not really. I guess so. So, I watch many wrestling. I don't know if you're a wrestling fan, but I am really into a little bit of American sports like football and wrestling, MMA. So I know a little bit about America, or at least the circumstances in states, in certain states. Sweet Home California, where the skies are the red of Russian paratroopers. Oh Mann. So. Was wollte ich jetzt eigentlich gucken? Ach ja, was ist das für eine Karte? Was habe ich denn da gerade eingesammelt? Oh, es ist eine Verteidigung. Okay, und die kann eigentlich fast nur Scheller gebrauchen. Sie hat da schon eins. Ah, interessant. Da würde ein weiteres nicht schaden. Für... Oh nein, der verdorbene Fisch! Okay. Ein Schrank... Oh! Ein Apfelkuchenstück! Yum, yum, yum. Wie viele Magnus es hier auch noch gibt, ey. Toll, Luna, jetzt hast du es geschafft, jetzt hast du ihn wieder vertrieben. Weil du mit deinen Russen daherkommen musstest. Oh, was war das denn jetzt? Ja, was ist jetzt passiert? Ja, wieso ist jetzt das Spiel abgesch... Hä? Was ist denn jetzt passiert? Willst du mich verarschen? Ist das Spiel einfach abgestürzt? Was ist das denn jetzt wieder gewesen? Oh nee, ey. Muss jetzt sowas auch noch passieren? Was war das denn jetzt? Wenn das jetzt nochmal passiert, dann muss ich mal einen PC neu starten. Dann hat wieder irgendwas mit diesem, was weiß ich, zu tun. Wie war jetzt das gleich nochmal? Ich glaube, der ist nämlich direkt da raus in die laufende Emulation rausgegangen und dann sofort, dann sofort beendet, warum auch immer.
Das Gespräch war mit Sicherheit wichtig, also muss ich es jetzt ja leider nochmal führen. Aber gut, es geht ja relativ schnell. Einfach mal einen Apfelkuchen klauen, finde ich immer klasse. It's going good, Mango. I hope this crash was not was the only one now in this game. But I have a bad feeling that this was not the only crash. Was ist denn hier los? Da geht ja voll die Party ab. Hört, Einwohner des imperialen der imperialen Hauptstadt, Elitebürger unseres mächtigen Imperiums. Es ist unsere natürliche Pflicht, die unwissenden Völker dieser Welt zu führen und sie mit strenger Hand zu beherrschen. Seht unsere wissenschaftlichen Errungenschaften und unsere einzigartige militärische Macht. Nur die Starken überleben und nur die Mächtigen können herrschen. Alle anderen Nationen werden sich vor der auserwählten Elite verneigen. Höret meine Worte, Bürger der imperialen Hauptstadt. Ich bin Geldoblame, Herrscher dieses mächtigen Imperiums. Ich fordere bedingungslose Treue, Loyalität und Gehorsam. Yay. Ja, ich hab's schon mitbekommen. Okay. Bla bla bla, Loyalität und so weiter. Oh. Gruftschild. Okay. Schuppenpanzer. Okay. Wir sind ein paar. Ich würde mal sagen. Leute. Oh. Ara. Sehr schön. Wo man die nicht immer findet, diese blöden Sterndinger, ey. Die Wolkenburg Elnas ist viel zu einfach gefallen. Dabei wird Ladekar als weiser Herrscher bezeichnet. Was für ein Unsinn. Offensichtlich war er alles andere als ein Herrscher. Wenn sie einfach nur unsere Befehle befolgt hätten, hätten sie nicht so viel leiden müssen. Die Entwicklung der Geheimwaffe ist fast abgeschlossen. Kraft der Götter. Lob und Preis dem mächtigen Imperator. Diese Atmosphäre in letzter Zeit, das erinnert mich an Operation Sandsturm in Archer. Es war so heiß. Aber ich werde nie wieder für die Mad Wolf-Einheit arbeiten, da ist es sicher. Sie verhalten sich tatsächlich wie wilde Wölfe. Die Mad Wolf-Einheit, eine Spezialeinheit bestehend aus den besten Soldaten des Imperiums. Man muss einiges drauf haben, um zu diesem Team zu gehören. Da gab es doch diese eine Soldatin, weißt du noch? Hieß sie nicht Lady Death? Sie war eine kaltblütige Killermaschine. Als ich sie zum ersten Mal sah, da dankte ich dem Himmel, dass sie auf unserer Seite stand. Ja, wer Lady Death heißt, also ich meine, diese Atmosphäre, also, oh, es sind alle, die haben sich alle drei so unterhalten. Okay, bla 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 bla. So. Hey, did you hear the news? Seems there was quite a ruckus in Diadem. Hey, schon das Neueste gehört? In Diadem soll es ganz schön zur Sache gegangen sein. Es soll einige ziemlich hart erwischt haben. Was supposedly preparing for battle with the Empire in secret.
Ja, die Ritter des Königs haben angeblich einen geheimen Angriff auf das Imperium geplant. Erinnerst du dich noch an diesen jungen Spinner, der so viel Ärger machte und nach Diadem verbannt wurde? Er hat sich offenbar vom Imperium abgewandt und mit dem Feind verbündet. Du meinst diesen Trottel, der vor ein paar Jahren in dieser Archer-Sache verwickelt war, der sich gegen seinen Vorgesetzten aufgelehnt hatte? Oh Mann, was ist nur in den gefahren? Einfach unglaublich, wie konnte er sein eigenes Land verraten und sich auf die Seite dieser Barbaren schlagen? Manche Leute haben eben nicht das Zeug, dem Imperium zu dienen, ganz einfach. Und deshalb haben sie ihn verbannt. Ob sie wohl über Liut sprechen? Nein. Ja, Hallöchen, Sören, Grüße aus dem Spiel zurück. Liut, weshalb wurdest du eigentlich nach Diadem versetzt? Didn't you just hear the soldiers? Habt ihr die Soldaten eben nicht gehört? Azza, just south of Mintaka. Im Süden Mintakas gibt es ein kleines Dorf namens Azza. Meine Einheit hatte den Befehl, dieses Dorf zu überfallen. Ich widersetzte mich dem Befehl und lehnte mich gegen meinen Vorgesetzten auf. Ich weigerte mich, an der Mission teilzunehmen und sollte deswegen vor ein Kriegsgericht. Aber da meine Familie dem Imperator seit Generationen dient, versetzte sie mich stattdessen. So kam ich nach Diadem. Mein Bruder und meine Schwester waren ebenfalls Offiziere hohen Ranges. Operation Sweep in Azza. Operation Sandsturm in Azza. Okay, that's enough chit-chat about the past for today. Time to move. Okay, genug über die Vergangenheit gequatscht. Wir müssen weiter. Wenn wir die Welt noch vor dem Abendessen retten wollen, bleibt für solche Spielchen keine Zeit. Okay. Etwas Großes wird bald geschehen. Ich kann es fühlen. Irrtum ausgeschlossen. Könnt ihr es nicht fühlen? Die drückende Stimmung über der Stadt? Ich wette, der Imperator hat etwas vor. Deshalb versuche ich, die Maschinen zu reparieren, bevor es zu spät ist. Damit sie zur rechten Zeit funktionsfähig sind. Oh, da hat er ein gutes Gefühl. Kam ich denn jetzt hier hoch? Was mache ich hier? Wieso? Was glotzt du so? Ich mache meine Liegestützen gern langsam, ja? Nicht, dass ich es nicht mit den anderen aufnehmen könnte. Keineswegs. Okay. Ich möchte so sein wie der große Hauptmann Giacomo. Dafür muss ich fleißig lernen. Es ist eines jeden Bürgers Pflicht, Imperator Geldoblame zu dienen, so gut es geht. Ah, Gehirnwäsche hoch 10. Ihr streunt immer noch hier herum. Ich sag jetzt nichts mehr. Geht zurück in eure Länder und erwartet unsere Befehle. Alter, dir würde ich aber auch gerne eine schellen, ey. Ihr könnt nicht einfach ohne Erlaubnis hier reinstürzen. Verlasst unser Haus. Oh, ich habe das schon sehr oft gemacht. Keine Sorge, ich bin da drin quasi schon Profi. Mein Sohn wurde in die Armee des Imperiums aufgenommen. Im Vergleich zu Gleichaltrigen ist er ein sehr außergewöhnliches Kind. So haben mein Ehemann und ich unsere Loyalität dem Imperator gegenüber bewiesen. Aha. Okay. Gut, also eigentlich waren wir jetzt überall drin, haben mit ihm geredet. Also hier zumindest.
kann mich nicht erinnern, dass wir da unten schon waren. Also wir sind noch nicht weiter nach oben gegangen, glaube ich. Hier waren wir noch nicht oben. Ach, da war ja vorhin die Menschen, die sind jetzt weg. Ah, okay. Ich gerade. Damit wir ja das Gespräch nicht verpassen. Habt ihr schon mal von Operation Sandsturm gehört? Ja. Ja, habt davon gehört. Ach so, entschuldige die Störung. Warum? Nein, habe ich nicht. Nö, davon habe ich noch nie gehört. Ach so. Dann mach dir mal keine Gedanken. Das brauchst du nicht zu wissen. Okay, dann halt nicht. Alter. Was? Warum fragt er dann? Ach komm, solche Gespräche sind einfach nur dämlich. Dann hätte man es auch gleich lassen können. Das sieht wichtig aus. Please enter by all means. This is my, or was my home. Das ist aber ziemlich prunkvoll. Tretet bitte ein, dieses ist, oder besser, war mein Zuhause. My family has belonged to the Imperial Army for generations. Meine Familie dient seit Generationen in der Imperialen Armee. But I caused a lot of problems. My brother and sister may never forgive me. Aber ich habe viele Probleme verursacht. Meine Geschwister werden mir wohl nie vergeben. What about your parents? Was ist mit deinen Eltern? They died when I was very young. Sie starben, als ich noch sehr jung war. My mother died just after I was born, and my father died in action. Meine Mutter starb gleich nach meinem Geburt und mein Vater im Kampf. I'm sorry to hear that. Tut mir leid, das zu hören. Don't be. I was raised by a wonderful foster nurse named Almard. She was always so kind to me. Das muss es nicht. Ich wurde von einem wundervollen Kindermädchen namens Almard großgezogen. Sie war immer so gut zu mir. Ich wollte schon sagen, wo sind denn eigentlich alle? Welcome home, Liud. Oh, mein Junge, willkommen zu Hause, Liud. Hi, Almard. Long time no. Hallo, Almard, lange nicht. Hätte nicht gedacht, dich hier nochmal zu sehen. Brother. Sister. Bruder, Schwester. Hallo. 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 Come over here. This is your chance to rejoin the Empire. Just hand them over to us and you're back in. Komm rüber, das ist deine Chance, dich wieder dem Imperium anzuschließen. Liefere sie aus und du bist wieder einer von uns. What are you waiting for? Come to us, Liu. You know what to do. Worauf wartest du? Komm zu uns, Liu. Du weißt, was du tun musst. Liu, du hast uns verraten, gib's zu! How can you point a gun at your own brother? Wie kannst du eine Waffe auf deinen eigenen Bruder richten? Brother! Bruder! Wir sind nur hier, um Informationen über den Imperator und seine Pläne zu bekommen. Please, let us go. Bitte, lass uns gehen! Nein, wenn ich euch gehen lasse, ist unsere Familie erledigt. Have you lost your mind, Liud? Hast du den Verstand verloren, Liud? If we just up and let you go, Valley and I will be executed for treason. Wenn wir euch einfach so ziehen lassen, werden Valley und ich wegen Hochverrats exekutiert. You'll have to get through us first. Wenn du unbedingt mit ihnen gehen willst, musst du zuerst an uns vorbei.
do it. I can't shoot my brother and sister. Nein, ich kann es nicht. Ich kann nicht auf meine Geschwister schießen. You maggot. You haven't changed a bit. Du Versager, du hast dich kein bisschen verändert. Das muss das Steinbrecherblut in deinen Adern sein. Du hast unsere Familie aufs Schlimmste entehrt. Wie kannst du nur so feige sein? Es wird Zeit, diesen Makel auszulöschen. Mach's gut, Liut. Nein! What the? You! Du! Next time I won't miss. I'm serious. Oh, Knaller, Oma. Der nächste Schuss sitzt. Ich meine es ernst. Elmard? Emperor Geldeblame is aboard the battleship Goldoba, hovering in the sky above Mintaka at this very moment. Imperator Geldoblame ist an Bord des Schlachtschiffes Geldoba, das über Mintaka vor Anker liegt. Oh, my dear child. Geh, mein liebes Kind. But you. Aber du. Don't worry about me. Hurry. Komm, kümmere dich nicht um mich. Lauf. Upsi. No. Damn, they're gonna mow us down, house and all. Verdammt, die machen uns platt mit Sand im Haus. Please go. Bitte geh. I won't leave you here. Ich lass dich hier nicht zurück. Don't be foolish. There are things you must do. Sei nicht so dumm, du hast andere Dinge zu tun. No. Nein. Nein. Since you refuse to attack my village, Asa, for me this whole mess. Seit du dich weigerst, ist mein Dorf Asa anzugreifen. Für mich dieses ganze Unheil. No, Amar, it's not your fault. Don't talk like that. Nein, Amar, das ist nicht deine Schuld. Sprich nicht so. Go now. Hurry. Geh jetzt. Beeile dich. My darling boy. Liut, mein lieber Junge. Bam. Elmar? Elmar! Liut, we have to go. Liut, müssen wir gehen. They have the entrance to the house covered. We have to sneak out through the back. Sie haben den Hauseingang versperrt. Wir müssen uns hinten rausschleichen. Nimm mal bitte jemand noch die Waffe mit. Die Waffe scheint sehr gut zu sein. Wenn man sie denn bedient. Ey, was soll das denn? Da war noch ein Ding da. They found us! Sie haben uns gefunden. Hä, wie denn? Ich will da nochmal hin. Ey, da war ein Ding. Wenn wir dieses Gebäude gehen, können wir uns auch gleich stellen. Ich will verdammt nochmal zurück und den blöden Ding haben. Okay. Be careful, everyone. Dark. Good.
SpongeBob 1988! Willkommen im Barton Kaito Stream. Das Spiel ist mega! Ja, es ist okay. Ich finde das Kartensystem ganz in Ordnung. Ich hab noch einen Tipp für dich. Dann mal raus damit. Und den Tipp habe ich selber nach zig Jahren erst herausgefunden. Wie oft hast du denn das Spiel gespielt? Also es geht um die Karten. Na dann mal los. Oh. Du musst Kombos machen. Nein, nein. Ich muss Kombos machen, scheiße. Oh Gott. Meinst du die hier zum Beispiel? Hui! Upsi. Da ist er kaputt. Und auf dem GameCube-Controller kannst du den C-Stick benutzen. Ja, ich weiß es mit dem C-Stick, aber das habe ich nicht raus. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll mit dem C-Stick, ehrlich gesagt. Das ist mir irgendwie suspekt mit dem mit diesem System, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Richtungen sind die Zahlen. Ich habe das trotzdem nicht ganz kapiert, wie das funktioniert. Wenn du die linke Zahl unten haben willst, musst du links runterdrücken. Also in die linke Ecke, ja. Aber welche Frühstücksspeck? Hm. Wenn du die linke Zahl unten haben willst. Rechts oben in die obere Ecke rechts. Ich kapier's trotzdem irgendwie nicht. Wie hängt das von den Zahlen ab, die wo dann gezogen werden? Aber wie soll man sich das... Ich verstehe das trotzdem nicht. Ja, dann lassen wir uns mal... Ja, aber woher weiß ich denn, welche Zahl für was steht? Steht oben zum Beispiel für 1 oder steht dann... Geht das im Uhrzeigersinn oder wie soll ich das verstehen? Oh, 500 Schaden, leck mich am Arsch. Was ist wieder los? Ja, das hilft mir ja nichts, wenn ich nach links unten drücke. Wenn du eine Karte hast mit zwei Zahlen, kannst du einen der beiden Zahlen mit dem C-Stick auswählen. Ach so meinst du das? Oha. Wäre ja auch sehr ein guter Spot zum Leveln, habe ich das Gefühl. Komm mit. This doesn't look too good. Huch, da ist er tot. Ja, also an sich ist das natürlich keine schlechte Sache, aber du hast ja quasi nur 5 Sekunden zum Überlegen. Das ist, mein Hirn verarbeitet das nicht so schnell. Da überhaupt eine Combo gescheit rauszukriegen. Oha! Ist ja schon Ja, Luakak hat's verstanden, weil er das Spiel mir vorgeschlagen hat. Chrono
gefährlich. Das war sein Userwunsch. Aber bisher bin ich ja trotzdem gut durchgekommen. Ja, vielen Dank für den Follow, SpongeBob. Time to collect the loot. Todespendel. Das sieht doch mal schön aus. Das nehmen wir doch gleich mit rein. So, der Eisdolch. Dann nehmen wir doch gleich einen Eisdolch hier raus. Ja, der Tipp hilft aber nur, wenn du es mal versuchst. Ich hab's doch schon! Ich hab's doch schon gemacht! Ja, sich konzentrieren, wenn man 10 Karten auf der Hand hat. Du hast 5 Sekunden Zeit zu überlegen. So gut kann man sich da jetzt auch nicht drauf einstellen, wie man das nutzt oder eben nicht. Muss ich da nochmal. Oh, zurück. Be careful, everyone. Yeah!
die! Take this! Come and get me! Ja, schön, dass du mir sagst, dass Wind und Kronos sich aufheben. Weil wenn du jetzt sagst immer, du hast mir noch kein einziges Mal gesagt. Ist ja aber auch egal, weil ich es trotzdem mache. Und wisst ihr auch warum? Weil ich es kann. Verdammt nochmal. Hey Archer! How are you doing? I hope you watch WrestleMania. Because I'm not. I have not watched it. I'm good, how are you doing? And I have only watched the White Knight one so far. Okay. I'm good too, thanks. That was a pretty sweet battle. Ja, natürlich hat McMahon den Titel gewonnen, nachdem er von Austin verprügelt wurde wie ein Hund. Nein, es ist zu gefährlich jetzt wieder zu... Warum? Nein, es ist nicht! Ich will diesen scheiß Ding da oben haben! Oh. Wie man halt immer getriggert wird mit diesen blöden Karten und dann keine bekommen kann, ey. Fickt euch. Hey, wie gehört es, das zu verlassen, ist sinnlos. Die Imperialen werden uns überall hinverfolgen, solange wir in diesem Land sind. Gehen wir zum Hafen und nehmen wir das Schiff. Okay, dann nehmen wir halt das Schiff, wenn es unbedingt sein muss. Ja, immerhin können wir noch zum Laden gehen. Einzelattacken ist sonst noch was? Magische Bohnen tot. Okay. Alles ein bisschen überbelichtet hier. Erstmal ausruhen, während alle nach uns suchen. Oh, Hallöchen. No time for messing around. Ja, danke, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend, SpongeBob, und danke für den Tipp. Jetzt kapiere ich auch wenigstens, wie das funktioniert hier mit dem Ding hier. Den Fisch mal loswerden, ey. Die! Get ready for a beat.
Time to collect the... Regenbogenhut. Wo ist der Fisch? Da ist der Fisch. Be careful, everyone! Na, was ist denn heute los, ey? Vielen Dank für den Raid-Stream. Wahrscheinlich war es Command & Conquer. Yeah, Generals diesmal, okay. Ja, herzlich willkommen an Stream und all die mitgeraideten. Echt jetzt ein Rang 1 Ding. Dankeschön für nichts. Aber Rise of the Reds, ja, du hast, glaube ich, so viele Mods, Add-ons und was weiß ich alles drum und dran für jedes Command & Conquer, dass du wahrscheinlich jahrelang beschäftigt bist damit. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass es so viele verschiedene Mods für Command & Conquer alle Teile gibt. Magische Bohnen tot. Danke, die habe ich zuvor erst gesehen und ich habe mich überhaupt nicht angelacht. Schön, dass du mir die jetzt auch noch gibst. Herrliche Display. Leider nicht, bin schon mit den meisten, die spielbar sind, durch. Oh. Da müssen sich die Modder halt mal ranhalten und mehr machen. Ah! Lass uns die Geilebar verfolgen, PKO. Wenn wir erst einmal auf dem Schiff sind, werden wir eine Weile nicht zurückkommen können. Wir werden auch nicht die Kirche besuchen können. Wir sollten uns für dieses Vorhaben besser gut vorbereiten. Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin nicht so weit, dann greift er mich an. Auch wenn, das wäre jetzt zwar nicht schlimm, aber... Ich war ja gerade in der Kirche, also los! In Ordnung, los geht's! Ja, die Wache kann auch länger so stehen bleiben. Ist okay. Keine Zeit für Tränen, Liud. Kopf hoch und schau nicht zurück. Wer hat ihn vorhin noch bezichtigt, dass er ein Verräter ist? Ich würde nichts sagen, aber du könntest dich mal bei ihm entschuldigen dafür, dass du gesagt hast, er wäre ein Verräter. Also ich meine ja nur. Zur Umkehr ist es zu spät für jeden von uns. Ja.
Mann, Kellis ist so ein unsympathisches Arschloch. Die ganze Gruppe ist nutzlos. Oh, was ist das denn hier? Ach, die alte Wahrsagerin. Was macht die denn plötzlich hier? Da ist die Geldoba. Goldoba. Ich sehe sie. Fliegen wir näher und gehen an Bord. Dieses Schiff war so überhaupt auch nicht auffällig, ey. Ja, geht ja gleich super los hier. Da hat's ihn zerbröselt. Harder!
Und weg ist er. Alright, let's go inside. Gut, gehen wir hinein. Schwarze Eche. Ach, da ist mir die Angriffskarte wichtiger. Das Schlachtschiff Goldobar. Es ist so ruhig, ob Geldoblame wirklich auf diesem Schiff ist. Es gibt wohl nur eine Möglichkeit, das zu finden. Auf zur Brücke! Oh, da kommt schon wieder jemand. Be careful, everyone. Say cheeseburger. Kristallnägel. Platsch. Die meisten Maschinen des Imperiums enthalten in ihrem Speichermodul nützliche Informationen. Vielleicht können wir etwas herausfinden. Versuchen wir auf den Datenspeicher zuzugreifen. 1342. Wahrscheinlich ein Passwort. Wir sollten es irgendwo notieren. 1342. Das ist nicht diese Brücke. Sie wurde. Stadtherium befindet sich im Kommunikationsraum. Wir müssen dorthin um 14. Bämme. 1, 3, 4, 2. So. Okay. This doesn't look too fair. Harder!
Chills Schmuckkästchen. Dass dir nochmal schwingen. Vielleicht soll es Chill finden, um es ihr zurückzugeben. Ich hab gar keine Ahnung. Kennen wir so jemanden? Oh, was sind das für Nummern? 1004. Scheiße. War ich zurück. Hat jetzt jeder von denen ein Passwort oder so dabei oder wie? This is gonna be tough. Schöne Streak gemacht hier. 86%. Okay. Ich muss zugeben, so eine Sexer-Straight, die haut schon ganz schön rein. Okay. Kitakas Schwert. Okay, das muss doch auch rein. Wir sollten auch die Information notieren. Oh, jetzt habe ich. Also. Oh, 0429. Sieht auch noch ein Passwort aus. Ja, wir schreiben uns einfach alles auf. Ist okay. Ich habe ja auch sonst nichts zu tun. Time to party. Schild dir an. Okay. Real.
Dark Flare! Fire Burst! Fire Burst! Harder! Nein, Ludwig, ich will einen Ultra Pro Mega Super Hyper geilen Überflieger-Tipp. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Kombos auch beim Deffen funktionieren. Heilige Scheiße, was man hier alles lernt. Ist ja fantastisch. Ist ja der Oberhammer. Thank you, everyone. Grüne Pflaumen. Ja, mehr Passwörter kann ich jetzt langsam nicht mehr verarbeiten. Regenbogen, gut. Was war denn das? Warte. Oh. Einmal hin. Sind sie wahrscheinlich wieder alle drei da. Natürlich sind sie wieder da. Oh. Schild der Anmut, nochmal. Tanzende Flammen. Lauter Verteidigungskarten. Ich würde gerne mal Angriffskarten haben. Wäre das mal möglich? Oha. No time to play around. This is for real. Au. 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 Dark Flare! Fire Burst! Aqua Burst! Fire Burst! Light Flare! Say
say cheeseburger. Oha. Use this. Hope this helps. Hab nicht gesehen, wie weit er schon unten steht, ey. Uiuiui. Für was sind denn diese ganzen Codes? Für was sollen die denn alle sein? Wenn nur einer davon richtig ist, dann könnt ihr mich am Arsch lecken. Aber sowas von. Wie sieht's denn eigentlich aus?
come and get me! Is that all you got? Is that all you got? Noch mehr von diesen Schmuckkästchen. Ich brauchte davon nur eins und nicht 5 Millionen. Reispapier. Na, immerhin. Vitalkas Schwert ist ja... Okay. So. Dann gab es hier noch eine andere Karte. Voll gelohnt für die 2 Karten. Und für die 5 Passwörter dazu. Und da drüben auch noch eine Tür, ne? Okay. Stimmt doch irgendwas nicht. Entriegelungssystem, Brückenzugang. Bitte Passwort eingeben. Okay. Abfangsystem gegen feindliche Schiffe aktiviert. Hauptgeschütz bereit. Abwehrsystem gegen feindliche Eindringlinge aktiviert. Battlemax in Position. This doesn't look too fair. Nein! Jetzt habe ich sie ge... Ah! Gotcha.
Scheiße, jetzt habe ich sie gelöscht. Fuck! Und es gibt kein rückgängig. Ach, fick dich doch! Oh! Yeah, thanks for the visit, Mango, and have a chill work, rest of work day. Na, den richtigen halt! Das ist nicht der Richtige. Ja, es ist das Abfangsystem, immer noch. Das hatten wir nämlich vorhin gerade auch schon. Kannst du noch fünfmal machen, das wird's mir wahrscheinlich auch nicht besser machen. Oh, schön.
Ein Magnus-System. Noch ein Magnus, wie schön. Kriegt man davon unendlich. Oh. Nee, wir hatten 4, 6, 4, 9 noch nicht. Was? Hä? So jetzt? Ja. Danke, Lunak. Himmelarsch. Und ja, ich kann die auswendig. Das ist wirklich erschreckend. Das ist erschreckend. Wieder eine schwarze Esche, schön. Die nehme ich gerne. Die meisten Cones spawnen mehr Gegner. Wundert mich jetzt irgendwie gar nicht. Wundert mich überhaupt nicht. Thank you.
So, jetzt wird bestimmt wieder, jetzt wird bestimmt haarig. Hier ist niemand. Damn! Where could that slob be hiding? Verflucht, wo könnte sich dieser Kerl verstecken? I presume you're looking for the Emperor. Ich nehme an, ihr sucht den He's already left for the lava caves, where the fifth and final end Magnus is sealed. Ich nehme an, ihr sucht den Imperator. Zu eurem Pech ist er leider schon zu den Lavahöhlen aufgebrochen, wo der fünfte und letzte End Magnus versiegelt ist. The other four are already in his possession. Die anderen vier befinden sich bereits in seinem Besitz. Und wie kam der eine von uns zu ihm? Giacomo! Giacomo! Oh, you just missed him. Ach je, ihr habt ihn knapp verpasst. Well, at least we're still here to keep you company. Aber immerhin sind wir noch hier und können euch ein wenig Gesellschaft leisten. I didn't think you had the guts to go to the heart of the Empire. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass ihr es wagt, ins Zentrum des Imperiums vorzudringen. Vielleicht sollte man das als Mut bezeichnen. Nein, Dummheit trifft es eher. Dummheit scheint eine eurer Stärken zu sein. Da hat er mal ausnahmsweise recht. Du sagtest, er hat vier Endmagnus? Also habt tatsächlich ihr den Endmagnus To gestohlen. Tja, gut möglich. Thanks for the warm welcome. Danke für den netten Empfang. We don't have time to play with you goons today. Aber wir haben aber leider heute keine Zeit, mit euch Idioten zu spielen. We're after the Emperor. Wir sind hinter dem Imperator her. No way. This is my chance. Today's payback time. Auf keinen Fall, das ist meine Chance. Heute zahle ich dir die heim. Kalas, die Zeit läuft uns davon. Bist du bereit zu sterben, Giacomo? Diesmal entkommst du mir nicht, diesmal nicht. Du hast eine ziemlich große Klappe, Junge. Das zeugt von Mut. Ich mag das. Kalas, ich möchte dir etwas vorschlagen. Möchtest du dich uns anschließen? What? Was? Wow. What's gotten into you, Giacomo? Was? Was ist in dich gefahren, Giacomo? Yeah. What the hell are you talking about? Ja, wovon zum Teufel sprichst du? You two stay out of this. I've got an idea. Ihr zwei haltet euch da raus. Ich habe eine Idee. What do you say, Kallus? Was sagst du, Kallus? Join you? Why would I ever do that? Mich euch anschließen? Warum um alles in der Welt soll ich das tun? You must be nuts. Is that it? Or a comedian? Bist du wahnsinnig oder was? Oder ein Komiker? I'm dead serious. Es ist mir tot ernst. I need you in order to carry it out, Kallus. Ich habe einen Plan. Ich brauche dich, damit ich ihn ausführen kann, Kallus. Stop saying that. Why would I ever join you? Hör auf, so etwas zu sagen. Warum sollte ich mich dir je anschließen? You make me sick. Du hast Großvater und Fee getötet, du machst mich krank.
dwell on the past, or you'll miss out on what the future has to offer. Verweile nicht in der Vergangenheit, sonst verpasst du das, was dir die Zukunft bringen kann. You are the chosen one, Kallus. The divine child. Du bist der Auserwählte, Kallus, das göttliche Kind. I don't know what you're talking about. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich würde eher sagen, das dümmliche Kind. My final answer is no, Giacomo. You're not getting away this time. Meine letzte und endgültige Antwort lautet nein, Giacomo. Und diesmal entkommst du mir nicht. You fool. Du Narr. So be it. I'll kill you. Then use your corpse to learn the secret of the end, Magnus. Dann soll es also so sein. Ich werde dich töten und mithilfe deines toten Körpers das Geheimnis der Endmagnus erkunden. Don't be so confident. I've gotten stronger since we last met. Sei dir nicht so sicher. Ich bin stärker geworden, seit wir das letzte Mal aufeinander getroffen sind. Ich werde deiner kindischen Anderschaft ein Ende setzen. You're finished, boy. Prepare to meet your destiny. Du bist am Ende, Junge. Mach dich bereit für eine Verabredung mit deinem Schicksal. Ja. Hab jetzt nicht kommen sehen. Alter! What the fuck ist los mit dir? Okay, natürlich habe ich gespeichert, aber ich muss erst einmal die anderen loswerden. Oh, geil! Okay, das hat jetzt, hat mir jetzt trotzdem meine Ding vermasselt, aber scheiß drauf. Alter!
sword, bring forth rain to destroy the enemy. Sword style, water blade. Oi. Warum mach wurm jetzt Chakamo? Nein, du Idiot, du sollst doch den anderen angreifen. Das war doch jetzt nicht absichtlich. Aha. Da hinüber? Nein. Okay, Schiller. Here. This'll help. Here. Here.
Achso, ich habe leider keine Karten mehr. Ja, ist klar. Tschüss. Ach, jetzt komm schon! Ja, verpiss dich. So. Jetzt, Mann, fick dich! Ja, den Kampf, der ist wo, den habe ich schon verloren. Da wird nicht mehr viel kommen können. Ja, darf halt noch 20 Mal immer dieselben, ist klar. Fick dich doch einfach. Kann ich wieder nicht angreifen? Here.
Und bei ihr werden die Karten neu gemischt. So, und wieder geht's. Und noch einmal. Ja. Oh ja, ach fick dich doch. Ein Schwachsinn, ey. Upsala. Das brauche ich gar nicht weitermachen. So, einmal probiere ich es noch und sonst lasse ich es sein. Müsste man ein bisschen mehr Heilung mit reinwerfen. Weil ohne Heilung wird das echt ein bisschen scheiße. Aber die anderen brauche ich eigentlich gar nicht nehmen. Doch, wenn dann was Stärkeres. Aber das hat alles nur... I presume you're the Oh, well. Maybe we use some. We're Cap prepared. You Cap, would you? Thank you.
Ach, jetzt greif ich. Ach. Nein. Gleich mal wieder neu starten. Wenn ich wieder den Falschen angreife. Ach, Scheiße!
Ach, warum gehe ich jetzt wieder? Oh, warum? And take form of a blade! Sword style! Water blade! Yeah. I'm finished! Numero uno ist schon mal durch. So.
Is that all you got? Use this. It's all yours. Harder! 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 Say cheeseburger. This mighty sword flies swiftly as a gust of wind. Sword style. Blue storm. Das hat auch wehgetan. Is that all you got? Show me some spirit!
Komm, jetzt geht drauf, geht drauf, geht drauf, geht drauf, geht drauf, geht drauf, geht drauf! Jawohl. Sehr gut. Ich habe absolut keine Heilung, das ist nicht gut. Nein, nein. Noch mal schön, ich habe trotzdem nichts zu heilen. Heilen. Das ist ein bisschen zu spät. Super. Super. Ja, toll. Danke für nichts. Hättest du jetzt nicht gleich übertreiben müssen, ey.
Sword style! Shadow Wind! Ah, yeah. Bitte noch das zweite. Das zweite. Das zweite. Fick dich. Das zweite, das zweite, das zweite. Das zweite. Du blöde Wichser-Sau jetzt. So viele Karten habe ich doch gar nicht mehr. Habe ich das eigentlich schon verbraucht? Mann! Da ist es. Here you go. Here you go. Naja, von dem, was ich mir jetzt da gerade geheilt habe, wird nicht viel übrig bleiben. Ja, okay, das kann ich auch wieder vergessen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. So ein Dreck. So, morgen haben wir The Last of Us Part 2 ab 17 Uhr. Davor wird es wahrscheinlich zu 99% wahrscheinlich, ja gut, so wahrscheinlich nicht, aber wird es davor noch Historyline geben. So, ja, Mai ab circa 13 Uhr. Vielleicht sogar noch ein bisschen früher, vielleicht mal schaffen wir mal zwei Karten, aber wenn die Karte jetzt alle drei Stunden dauert, dann eher nicht. Aber auf jeden Fall morgen Mittag werden wir auch nochmal Historyline spielen. Ich glaube dann die 20. Karte. Dann haben wir nur noch vier Karten. Juhu. Dann ist das auch irgendwann mal durch. Und ja, Leveln hilft mir jetzt nichts mehr, weil ich nicht zur Kirche komme. Also muss ich die jetzt so schlagen. Das kriege ich auch schon hin. Das war jetzt einfach bloß Unglück, weil ich wieder keine Heilungen hatte. Mein Gott, ist halt jetzt so. Das kriege ich schon hin. Im schlimmsten Falle mache ich es offscreen, bis die drei kaputt sind und dann speichere ich und danach kann man ja dann an dem Punkt weitermachen. Das ist ja kein Problem. Das ist ja schön im Emulator. Ich kann ihn ja auch offscreen machen. Und dann, wenn er hinüber ist, es dann kurz davor speichern. Ja. Genau. Morgen, also neues Spiel. Übermorgen neues Spiel mit God of War HD. Und Donnerstag, altbekannt, Persona 4 Golden. Und morgen Mittag, früher Vormittag, nochmal Historyline. Genau. So, das wär's dann soweit von mir. Gucken wir mal schnell, ob noch jemand zum Raiden da ist. Der Rexy wäre zum Raiden da. Der hat auch vier Leute. Da machen wir den mal. Da freut er sich dann wieder.
Und wir sehen uns hoffentlich dann morgen oder in einem meiner nächsten Streams oder einem anderen YouTube-Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, später eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ernsthaft jetzt, Janibo. Ernsthaft. Wirklich.